Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Zukunftskeks. Ich wollte heute bloß noch mal etwas schnell Bescheid geben. Ich habe mir eine Aufnahme gemacht gehabt wegen Thema der zweiten Abkürzung hier, die ich mache. Ich sollte ja eine Waffe halt, wie gesagt, für Mama Tundler besorgen. Und ich habe wirklich sehr viel, also für meine Maßen aufgenommen gehabt, bloß halt, um diese Mission zu schaffen. Ich habe halt, wie gesagt, haufenweise Sachen gemacht gehabt, die ich ausgetestet habe. Alles in einem Gebiet, soweit es geht. Ich habe sogar auch mal kurzzeitig versucht, hier im Dschungel halt, wie gesagt, zu machen. Aber ich war die meiste Zeit in der Hölle, also hier in der Höhle da unterwegs. Die Hölle, oder wie sie auch immer heißt. Ja. Also, ich werde gucken, was ich jetzt davon noch nehme, von den ganzen Aufnahmen her. Ich hatte ein paar sehr gute Bands und die ersten, muss ich ehrlich sagen, die waren echt gut. Ja, also, falls ihr fragt halt, ich werde halt, wie gesagt, jetzt erstmal die ganzen Aufnahmen versuchen rauszuprügeln oder gucken, was ich rausbekomme. War jedenfalls viel Arbeit. Und ja, ihr könnt euch auf, ich weiß nicht, grauenhafte Momente, Todesmomente, Idiotensachen, Suizidale. Also es ist wirklich sehr viel passiert. Viel zu viel, als ich ehrlich genau wirklich aufziehen kann. Ich bin mal deswegen gestorben, mal deswegen. Ich will euch aber nicht hier vorab, halt wie gesagt, alles nehmen. Es ging jedenfalls bloß eine Waffe zum Ausgang von Olmec zu bringen, also nach Olmecs Gebiet zu bringen. Und das werdet ihr alles in den nächsten Folgen erleben. Was ich mir angetan habe und wie schwer ich mir das Ganze überhaupt noch gemacht habe. So. Da oben ist ein Mops, da ist ein Endgegner. Ja, lieber am besten halt in die Lava-Richtung gehen. Ist zurzeit ein bisschen angenehmer damit. Dead. Okay, hier hinten sieht es ein bisschen gut aus. Nur ein bisschen. Oh mein Gott. Hier ist die Hölle los. Kannst du mal zerstören hier? Nein. Achso, du hast einen Mops, gut. Ja, du! Kriegst du jetzt Leben? Okay, gut. Oh, ich dachte mir schon. Deine Stimme halt. Ist das was Gutes, was Schlechtes? Ich kenne mich damit leider nicht aus. Da ist eine Mond-Herausforderung, wie es aussieht. Die nehme ich. Meiner. Nein. Ich könnte was ausprobieren. Oh, verdammt. Mann, ich muss irgendwie an diese scheiß verdammte Waffe rankommen. Und falls irgendjemand fragt, wieso diese Waffe ausgerechnet, ich finde die halt irgendwie am besten. Da kann ich halt, wie gesagt, noch ein bisschen trainieren. Wenn ich irgendeine Waffe bekommen würde, wäre schon gut, aber ja. Wenn ich dazu versagt, dass ich irgendeine bekommen könnte, müsste dafür so viel Gold sammeln und hoffen, dass ich halt, wie gesagt, das Ganze hinbekomme. So, danke für die Rettung. Ein toll gegrillter Mobs wollte ich auch nicht haben. Dann kommen wir am besten nicht her. Nach oben, nicht nach unten. Der hat die Leiche weggeschmissen.
Na gut, da komm du her. Musst ja unbedingt diese ganze Scheiße machen. Dafür wirst du jetzt geopfert. Leprechaun sogar noch. Stehst du auf? Gefühlt da ist nichts. Stirb einfach und gib mir dein Gold. Das stirbt einfach nicht. Jetzt. Aber kann man noch gut als Munition mitnehmen. Ah! Oder auch nicht. Vielleicht bin ich irgendwann reich. Vielleicht. Oder auch nicht. Das war tödlich. Das war sowas von tödlich. Nein, nicht schon wieder. Danke. Das ist übrigens der Frosch. Ein Todesurteil habe ich schon gesehen. Das ist schlecht. So, ich muss Geld mitnehmen. Sehr viel Geld und hoffen, dass ich irgendwo verdammt nochmal einen Shop finde. Ich habe vielleicht genügend, um mir irgendeine Waffe zu holen. Vielleicht. Okay. Ist einfach mies. Weißt du das? Nein, ich bin fast tot. Okay. Kali, ich muss übers Opfer. Es hat leider nicht gereicht für ein Opfer, aber gut. Nein, gib mir dieses Ding. Ich bin tot. Na gut, besser zu sterben als nicht. Ich war sowieso am Arsch. Ich will aber nicht durch dieses gesamte Gebiet durch. Ich muss einfach hoffen, dass ich irgendwie vielleicht Glück habe. Kali ist nicht freundlich zu mir. Ich weiß, was ich aber ihr opfern könnte. Vielleicht würde das funktionieren. Oder? Ich habe sehr viel Glück. Oder Pech. Ich habe sehr viel 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 Pech. Ich habe viel zu viel Pech. Ich habe viel zu viel Pech in meinem Leben. Ich habe, glaube ich, niemals Geld bekommen, oder? Nö. Oh, ey, ist das mies. Oh. So, ich hatte was. Ich hatte... Oh, das tut weh. Okay, hier ist ein Schlüssel wieder. Bringt er mir überhaupt irgendwas? Ich glaube nicht. Ja. Aber das tut weh. Na gut, ich habe die falsche Entscheidung getroffen mal wieder. Es tut mir leid, ich habe halt ein bisschen noch Husten halt mit allem und so. Ich hoffe, das ist jedenfalls nicht so stören. Sonst kann ich ja das nächste Mal dann rausschneiden. Falls ihr irgendwas dazu sagt. Ich finde mich ein bisschen schön wieder. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, ich könnte halt machen, gefühlt, was ich hier ein bisschen will. Ich weiß nicht, ob es halt, wie gesagt, euch gefällt.
Warum zerstörst du den Köter? Okay, die wollten Munition haben. Verständlich. Und weg hier, Leute. Meine Goldgier. Au, oh, sogar jetzt noch ein Pfeil. Naja. Lass mir mal. Das kann ja vielleicht noch gut werden. Ein Fallschirm. Oh, das war knapp. Ich frag mich, könnte ich auch den Köter auf ihn raufsetzen? War das jetzt der falsche? Fuck. Na gut. Plan B. Okay, ich sehe was. Oh, rein gar nicht. Jetzt habe ich alles geopfert. Oh, ich muss mir dringend die Läden merken, wie die aussehen. Ich hoffe, ich kann ihn das nächste Mal auch mitnehmen. Nächste Runde. Nein, ich lasse ihn auch hier von. Ich darf nicht opfern. Ja, danke. Danke für das Geld. Da. Da ist. Ja. Oh. Oh, bitte. Keiner wird sagen, dass ich hier das Ganze gut gemacht habe. Bei einem Leben noch das Ganze mit durchziehen. Ah. Ich muss einfach irgendwie die Ebene hier überleben. Das ist alles. Ich habe meinen Tod gesehen. Oh, ich hatte eine Fahrt. Stirb in Ruhe, ich gehe schon mal. Du bist noch nicht gestorben. Wow. Wie kann ich dich aber am besten machen? Okay, das funktioniert nicht. Wie komme ich am besten an die Schrotflinte ran? Ich will unbedingt sie haben. Das ist natürlich klar. Aber wie? Das ist wieder Opfer, Alter. Da gucke, wie ich das am besten mache. Schnell durchrennen. Help. 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 Leute, wenn ihr wüsstet, was ich gerade eben sehe, das ist noch schrecklicher als alles andere, was ich befürchten könnte. Ich sehe eine fiese kleine Mieze direkt vor meinem Fernseher. Und versperrt mir ausgerechnet diese Sicht. Oh, warte mal kurz. Oder auch doch nicht, weil sie gegangen ist. Das Marken gleich anzutäuschen, um weiterzumachen.
kenne sie langsam schon in- und auswendig. Nein! Ich sehe hier Gold. Was ist sonst drin gewesen? Was relevant ist sozusagen. Die ich nehme ich gerne mit. Noch ein bisschen Leben. Meine Beute. So, runterfallen lassen und los geht's. Plan B hat gut geklappt. Ich dachte nicht, dass das funktionieren wird. Niemals im Leben! Was ist denn hier alles los? Warte mal. Was war das gerade eben? Oh, das ist so eine spezielle Ebene. Oh nein. Nein. Das darf doch nicht wahr sein. Warum nur? Ist ausgerechnet zu sein. Nein. Tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen wieder. Also ein bisschen garstig zu meiner kleinen Maus. Okay, rüber geschafft. Rüber, rüber, rüber und Ziel. Hab alles verloren wieder. Ich will bloß das Gold haben. Ja, will ich nicht. Ich brauch bloß Gold. Ich wüsste, wen ich aus meinem Zimmer, also wie ich jetzt aus die Stube rausschmeißen würde. Aber es nicht machen kann. Ich sonst weiß zu 100%, was Madame gerade hier vielleicht rein wird. Ich hab's nicht geschafft. Oh mein Gott, eine Waffe. Wie soll ich hier jetzt noch eine Waffe bringen? Ich muss mal kurz durch. Danke für Gold. Kannst du mal bitte in die Richtung kommen? So. Etwa! Ich bin tot. Na gut, jedenfalls jetzt tot, als falsche Ebene zu sein. Mann, ich will unbedingt diesen Weitergang haben. Das war's auch mit Mobs. Das einzige Gute ist, was noch geht. Alles okay, meine Süße. Ich weiß, dass ich die jetzt gerade ein bisschen vernachlässige. Du brauchst ein lebendes Opfer? Nein, nicht so! Mir gerade im Scheißegal. Ah, ich habe keine Bomben mehr. Ich habe gefühlt rein gar nichts. Bedeutet, ich muss jetzt endgültig hier überall durch.
Ah, komm schon durch. Ja, es war sowieso schon vorbei. Als erstmal das ist passiert, das ist passiert, dann das ist passiert. Alles sehr schlecht hier gelaufen. Ich hätte wirklich Besseres erhofft. Ah, nein. Habe ich hier immer die gleiche alte Falle? Die ist so leicht zu überwinden. So. Mir scheißegal, ich will aber versuchen. So, Pfad. Falschschuh. Das ist meiner. Komm runter, komm. Miet, miet, miet. Er ist schon wieder gestorben. Oh. Mann, der war doch noch so jung. Wie viel kostet das eigentlich hier? 10. 10.000 habe ich nicht. Ich kann es so vergessen, alte Schachtel. Naja, jedenfalls habe ich Spike-Schuhe. Gilt nicht als Waffe. Ich weiß. Obwohl, eigentlich zählen die eigentlich schon als Waffe, aber ich weiß nicht, ob so direkt. Das wäre für mich die Frage. Oh nein. Nicht den Mobs, nicht den Mobs. Den brauche ich. Ich brauche dringend Leben wieder. Und das Casting wieder. Gibt's hier irgendetwas, was ich jetzt mache? Shop irgendwie so etwas in der Art? Nichts. Komm her, Mops. Ah! Und durchgekommen. Komm mit. Du musst mir mal ein bisschen helfen. Ich bin tot. Ich habe mich schon backen gesehen da drinnen. Ich könnte jetzt zwei Sachen ausprobieren. Entweder ich bekomme den guten. Ja. Komm her. Komm schon! Verdammter Handlanger, du schaffst auch nicht! Das nächste Mal werfe ich dich auf den drauf. Oh nein. Oh nein. Weg vom Übel, weg vom Übel. So, ich weiß, wie man ihn triggern kann. Das ist gut. Oder wir probieren es wieder auf die altmodische Art. Nicht diese Art. Fast. Ist immer noch da drin. Aber ich muss ihn unbedingt dahin locken. Ich habe mich einen Plan. Dieser Plan ist nicht gerade eben sicherlich der beste, aber er könnte aufgehen. Wenn ich deshalb sehr viel Ärger jetzt bekomme. Bei allen Shopkeepern, aber. Na, ihr werdet es ja sehen dann. Ihr werdet es ja dann sehen.
Wie gewonnen, so zerronnen. Ich werde dich jetzt noch nicht bekämpfen. Ich brauche jetzt erstmal Ausrüstung. So. Na, du komm her. Komm her, Handlanger. Komm her. Hallo? Kannst du mal stehen bleiben? Auch wenn du nicht mitgeschleppt werden willst, aber ich brauche dich. Komm her! Weg hier! Er ist tot. Nein, ich... Oh. Okay, ich hätte ihn so vielleicht besiegen können. Oh, ich muss mir nicht... Es war schon gut, es war schon gut. Muss man ehrlich sagen. So, nochmal so. Komm schon. So, und jetzt. Ich bin tot. Warum? Warum, Spiel? Lass mich doch einmal das tun, was ich machen will. Kali ist so zünd. Ich habe nichts gemacht, Kali. Ich bin tot. Ich habe zu 100% gleich gerochen, dass ich es war. Ich habe die Scheiße verursacht. Ich musste dafür sterben. Oh Mann, ey. Komm. Vielen Dank. Du verdammter! Na toll, mein Extra-Leben ist weg. Sozusagen. Na gut, dann schlepp halt. Dann schlepp halt, wie gesagt, mein... machen wir mal so. Okay, das könnte interessant werden. Was hast du mit meinem Bruder? Ich habe die Keule zu spät gesehen. Ich habe einfach die Keule zu spät gesehen. Mann. Angriff! Ich bin tot. Keine der schnellen Reaktionen gezeigt. Ich werde hauen. Ah. Nichts. Hab was. Muss ich jetzt durch diese Doppelwand da durch? Gefühlt ja. Kannst du mal zerstören? Danke. A oder B, eins von beiden müssen wir mitnehmen. Theoretisch, wenn ich mich durchsprenge. Rein theoretisch. Kriege ich jetzt das Ding noch?
Warte, das Ding kann ich auch mitnehmen. Packen wir mal so hin. Die Keule ist böse. Jetzt muss ich hier so ein Seil opfern dafür. Zwei Seile. Lava. Mann, mein Plan wäre fast perfekt aufgegangen. Irgendwie habe ich immer ein paar gute Pläne, aber dann irgendwie auch gehen die immer in die Hose. Ich hoffe noch mal, dass ich diesen Herrn finde in der Wand. Oh, danke fürs Einsammeln. Nein, nicht werfen, nicht werfen, nicht werfen, nicht werfen. Aktiviert. Gut, dann komm her. Gut. Oh nein. Oh mein.